Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Let's Play Star Fox Adventures für den Nintendo GameCube. Das letzte Mal haben wir die Tempelstadt nochmals betreten, nachdem wir den Ignis-Quell-Tempel ein für alle Mal abgeschlossen haben und haben gesagt bekommen, hier oben könnte sich eventuell noch ein Chrysoa-Palast befinden. Und der befindet sich auch dort oben. Den müssen wir nur noch finden. Und um den finden zu können, müssen wir den Sonnen- und Mondstein finden. Der König hat dabei den Weg zu diesen ominösen Tempeln, die wir das letzte Mal nicht betreten konnten, geöffnet. Und in diesen Tempeln müssen wir jetzt verschiedene Rätsel lösen. Sprich, wir müssen diese Steine auf diese Symbole schieben. Allerdings ist das wieder so ein typischer rutschiger Nintendo-Boden. Das heißt, sobald wir an so einen Stein anschubsen, rutscht er wie wild da durch die Gegend und bleibt stehen, sobald er ein Sonnensymbol erreicht. Das müssen wir zu unserem Vorteil nutzen, um die Steine entsprechend systematisch auf den Sonnenfeldern platzieren zu können. An sich eine ganz einfache Geschichte. Einmal hier und schon ist das erledigt. Dadurch öffnet sich dieses Loch oder so. Und wir können uns zu diesem kleinen Tempel hier bewegen. Ups. Okay. Können uns hier auf diese Plattform stellen. Können die Ego-Perspektive schalten. Und hier voll reinzoomen. So, dass wir fast geblendet werden. Es ist so hell. Oh mein Gott. Jedenfalls öffnet sich dadurch dieser kleine Durchgang. Ich rüste schon mal eine andere Fähigkeit aus, nämlich den Glacialis. Den kann ich nämlich gleich sehr gut gebrauchen. Denn in diesem kleinen Tempel hier befinden sich ein paar absolut nervige Gegner, die wir nur mit dem Glacialis auslöschen können. Sprich, diese komischen Eisfledermäuse. So, hier haben wir dann ein kleines Rätsel, das sich an sich ganz einfach lösen lässt. Wir müssen zuerst diesen Stein hier nehmen und den dahin schieben. Dann nehmen wir den hier und ziehen den dahin. So. Ey. Nein, nicht hauen. Schieben. Danke. Den schieben wir dahin. Schieben, nicht hauen. Danke. So. Wunderbar. Den ziehen wir entsprechend wieder zurück. Dafür nehmen wir den da vorne mit. Oh, Tricky hat wieder geschrien, er will spielen. Hä? Fang den Ball. Wo ist er denn? Ja, dann wechsel halt die Farbe nicht. Ist mir auch wurscht. So, den Stein ziehen wir da raus. Und darüber. So. Okay, und den letzten schieben wir dann natürlich entsprechend dort hinein. Ganz, ganz, ganz einfach. So, dann haben wir als nächstes ein kleines Labyrinth, das wir absolvieren müssen. Allerdings werde ich hier noch eine vorbereitende Maßnahme treffen, um ein bisschen Zeit zu sparen. Wenn wir uns nämlich hier durchbewegen durch dieses Labyrinth. Moment, ich will zuerst hier lang. So, dann hier entlang. Dann haben wir hier einen Dornenbusch. Den können wir schon mal verbrennen. Das macht uns das gleich ein bisschen einfacher. Diese Schalter hier sind, wie man sieht, alle aktiviert. Ich kann diese nicht deaktivieren. Ich rüste allerdings gleich noch meinen Inferis mit aus. So. Und wir hauen hier einmal mit dem Seismic Shock drauf. Dadurch sind die ganzen Schalter deaktiviert und wir müssen sie manuell aktivieren, damit wir durch dieses Labyrinth hier kommen, denn ansonsten werden wir von unsichtbaren Barrieren geblockt. Den ersten Schalter haben wir gleich dort vorne. Den legen wir einfach um. Den nächsten Schalter haben wir dort drüben. Dort brauchen wir den Glacialis, um uns den Weg freimachen zu können. Okay. Gut. Dann haben wir dort vorne einen Schalter, den wir mit dem Inferis erreichen. Danach können wir den Schalter aktivieren, den wir eben mit Tricky freigeräumt haben. Einfach dadurch ein bisschen Zeit gespart. Und wir können durch die Tür schreiten und mit dem Portalöffner das Portal öffnen. Okay. Jetzt
müssen wir hier drei Felder aktivieren. Einmal links, einmal rechts, einmal oben. In der richtigen Reihenfolge. Und zwar erst einmal links. Das ist nämlich die aufgehende Sonne. Und... Bam, 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 bam. Okay. Dann müssen wir oben den Schalter aktivieren. Das ist nämlich die Sonne am Zenit sozusagen. Wenn ich denn auch entsprechend treffen würde. Okay, und dann brauchen wir natürlich noch die untergehende Sonne. Das war daneben. So. Wunderbar. Hier haben wir wieder so eine lustige Glaubensbrücke. Da werde ich einfach mal drüber marschieren. Und ich schnapp mir den Sonnenstein. Oder die Sonnenscheibe oder was auch immer. So, hier marschiere ich einfach wieder schnurstracks durch. Zack. Ein bisschen Magie. Halt, 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 halt. Lebensenergie. Kann auch nicht schaden. Und wir machen uns auf den Weg, um die Mondscheibe zu besorgen. Die insgesamt ein bisschen einfacher zu bekommen ist. Meiner Meinung nach. Jetzt wollen wir erstmal hier wieder zurück. Durch das Labyrinth. So, da. Okay. Und da hoch. Super, jetzt können wir uns auf zum Mondtempel machen und uns gleich die zweite Scheibe besorgen. So, der Mondtempel war quasi direkt auf der gegenüberliegenden Seite der Tempelstadt. Das heißt, wir halten uns einfach hier. Und da vorne sollten wir sie dann schon sehen. Sie, die Mondtempel. Ja, den einen Mondtempel. Da fliegt übrigens ein Cloudrunner rum. Das ist mir noch nie großartig aufgefallen. Hm. So, dann wollen wir jetzt darüber. Hier haben wir quasi nochmal exakt das gleiche Prinzip. Nochmal ein ähnliches Rätsel. Jetzt muss ich nur kurz überlegen. Wir wollen das dorthin schieben. Wir wollen dann diesen hier dorthin schieben. Hey, dorthin schieben. Danke. Den dahin. Dann können wir... Oh, Mist, das habe ich verkackt. Moment, halt. Wenn wir einen Stein an die Wand schieben, dann fliegt er quasi einfach wieder zurück. Wir wollen erst... Moment, jetzt muss ich ganz kurz den dahin. Den dahin, so war das, genau. Den hierhin. Dann können wir ihn rüberschieben. Der wird von dem da blockiert. Wir können ihn auf das Mondfeld schieben. Und den hier auf das letzte Feld. Und schon haben wir das Rätsel gelöst. Super einfach. So, jetzt können wir uns zum Mondtempel selbst machen. Und auch dort wieder das gleiche Prinzip wie vorhin. Wir stellen uns auf die Plattform. Aktivieren die Ego-Perspektive und schauen hier in dieses Licht. Und werden wieder geblendet. Ah, ich bin blind. Okay. Der Tempel öffnet sich und wir können hinein. Und wie gesagt, ich finde den Tempel insgesamt ein bisschen einfacher als den Sonnentempel. Ist aber wahrscheinlich irgendwie nur persönliche Ansichtssache. Dort haben wir das erste Rätsel. Wir müssen den Schalter hier umlegen. Dadurch öffnet sich da hinten die Tür. Und hier springen Gitter hoch und runter die ganze Zeit. Jetzt kann man sagen, ja gut, dann warte ich einfach, bis die Gitter unten sind und renne dann durch. Ist aber gar nicht so einfach, denn, wie man sieht, diese Plattformen hier fallen runter, wenn man zu lange stehen bleibt. Das heißt, das Ganze muss genau richtig getimed werden. So, und dann können wir hier auch problemlos drüber. Hier haben wir einen großen leeren Raum. Hier kann bestimmt nichts Schlimmes passieren. Hier kann auch nichts Schlimmes passieren. Allerdings, wenn wir den Seismic Shock hier aktivieren, startet ein Timer und wir befinden uns in einem unsichtbaren Labyrinth. Man kommt hier eigentlich relativ einfach durch, wenn Tricky einem nicht im Weg steht. Als grundsätzliche Faustregel, um da ordentlich durchzukommen, ist erstmal immer weg von der Tür rennen.
Und dann einfach im Uhrzeigersinn zur Tür hin, sozusagen. Ui, das könnte ein bisschen knapp werden. Aber haut noch hin. Wunderbar. Hier haben wir ein weiteres Portal, das wir aktivieren können. Und nochmal ein ähnliches Rätsel wie vorhin. Hier haben wir einen zunehmenden Mond, einen Halbmond und einen Vollmond. Also schauen wir mal, wir nehmen erst den linken. Okay, dann den oberen. Ups, das war voll daneben. Dank der tollen Infrarisssteuerung. Na, komm schon. Okay, und dann... Ah, verdammt, das war ein bisschen zu spät. Ach, komm schon. Ja, wunderbar. Und auch hier wieder das gleiche Prinzip. Wir rennen wieder über die Brücke. Das Feuer hat scheinbar jetzt überhaupt nichts ausgemacht. Und wir nehmen uns die Mondscheibe mit. Können damit wieder zurück. Und uns jetzt endlich den Weg zum Cressor-Schrein öffnen. Ganz easy. So, dich nehme ich noch mit. Hier können wir jetzt wieder durch, ohne durch das Labyrinth zu müssen, natürlich. Ist klar. Die Plattformen hier fallen auch nicht mehr runter. Alles entschärft hier. Okay. Gut, wunderbar. Mit den zwei Scheiben in der Hand können wir uns jetzt auf den Weg machen, dorthin, wo wir auf den Red-Eye-König getroffen sind, beziehungsweise in den Raum davor, in dem wir den Earthwalker-König gefunden haben. Und das war irgendwo hier, genau. Dort können wir jetzt hinein. Ich nehme schon mal die Scheiben in die Hand. Zuerst die Mondscheibe. Die legen wir natürlich in den rechten Kopf. Wuhu! Und die Sonnenscheibe entsprechend in den linken. Simpel, simpel, simpel. Der Tempel öffnet sich. Und wir können den letzten Cressor-Schrein betreten. Yay! Cool. Das wollen wir auch so gleich tun. Allerdings, Entschuldigung, ganz wichtig, für jeden, der quasi nebenbei mitspielt, speichert hier zum letzten Mal, falls ihr irgendwas vergessen habt, auf in den anderen Dungeons oder auf dem Planeten selbst, könnt ihr nach dem Cressor-Schrein nicht mehr zurück. Das ist sozusagen der berühmte Point of No Return. Sobald ihr den Cressor-Schrein abgeschlossen habt, gibt es keinen Weg zurück mehr zur Oberfläche des Dinosaur Planet oder in die anderen Dungeons. Das heißt, stellt wirklich sicher, dass ihr hier alles abgeschlossen habt. Und genau. Ist einfach so ein gut gemeinter Rat. So, jetzt wollen wir hier nach oben. Und wollen noch weiter nach oben. Und wollen in den Schrein. In den Schrein. Wunderbar. Da wollen wir rein. Und, ich versuche mich gerade an den Schrein zu erinnern. Ich glaube aber, der war bis auf den Test wirklich simpelst. Also so richtig simpelst. Der Test ist ein bisschen gemein hier drinne, aber auf jeden Fall auch schaffbar. Das Einzige, was nervt, ist, dass man eben wieder den ganzen Weg zurück muss, wenn man den Test verkackt. Wir wollen natürlich zuerst mit der Leiter nach oben, ist ganz klar, wie in jedem zweiten Cressor-Schrein sowieso zu machen ist, erstmal die Leiter hochklettern. Oben angekommen, können wir dann den eigentlichen Schrein betreten in der anderen Richtung und haben dort das gleiche Prinzip wie schon mal. Wir aktivieren den Schalter und lassen uns einfach hier verbrennen. So. So. Das war das. Und einmal durch. Das war Hindernis Nummer 1. Hindernis Nummer 2 ist nicht viel schwieriger. Wir nehmen hier den Glacialis, löschen das Feuer. Nehmen den nächsten, löschen hier auch nochmal das Feuer, denn hier können wir tatsächlich nicht einfach durchrennen, sondern werden blockiert.
sind ganz vorne, drehen uns um, aktivieren den Schalter oben und gehen unserer Wege. Danach wieder auf Schalter stellen, rüberspringen, vorbeirennen, rüberspringen, vorbeirennen, rüberspringen, durchrennen, geschafft. Test! So einfach ist das. Wir haben den fünften Test. Den Test des Wissens. Wir müssen die Items den richtigen Umgebungen zuordnen. Und das kann tatsächlich ein bisschen kompliziert werden. Denn die sind nicht immer ganz so, ja, genau zuzuordnen. Hier hatten wir die Molluska, die gehört natürlich in den Cloudrunner-Tempel. Hier haben wir einen komischen Meteoriten. Der gehört ins Weltall. Natürlich. Hier haben wir den Goldzahn. Der gehört in die Tempelstadt. Wir erinnern uns, wir haben zwei Zähne in der Tempelstadt gefunden. Was haben wir als nächstes? Eine Trompete. Die gehört nicht zum Mondbergpass. Die gehört da drüben hin irgendwo. Moment, da gehört die hin. Da. Zu den Dark Ice Mines. Schwarzeisminen auch genannt. Dieses Ding, habe ich keine Ahnung, was das überhaupt ist, aber es gehört ins Lightfoot-Dorf. Und wir haben einen letzten Gegenstand, nämlich den Mondreif. Der gehört natürlich zum Mondbergpass. Und damit haben wir diesen Test abgeschlossen. Ganz einfache Geschichte. Und... Flump! Yay! Das vorletzte Mal auf Drogen. Woo! Prima! Geschafft! Yay! Awesome! This is it, Tricky. It's time to say goodbye. I know you're right, Vox. It's just... Yeah, I know. I'm gonna miss you too. Without your help, this mission would have failed. So I've got something for you. Prince Tricky, Earthwalker, you are now an honorary member of the Star Fox team. Dad, did you hear that? Me, a member of Star Fox! Do I get my own spaceship? I'll come and visit you soon. Just don't make it too long, okay? Und damit haben wir offiziell jetzt auch diesen Dungeon abgeschlossen. Wir lassen Tricky endlich zurück. Endlich. Ja, wunderbar. Und können uns jetzt mit unserem Owl-Wing zurückmachen zum Dinosaur Planet. Dort gibt's allerdings eine kleine Besonderheit, die wir gleich erfahren werden. Zuerst steigen wir wie immer total cool in unser Raumschiff ein. So, rums und rein damit. Und heben ab zum letzten Mal von der Tempelstadt. Und wie wir sehen, wir können außer dem Dinosaur Planet nichts mehr betreten. Alles für uns gesperrt. Auch wichtig, unsere Flugroute wurde neu berechnet. Das heißt, sobald wir hier den einen Goldring durchbrochen haben, landen wir nicht mehr im Thorntail-Tal, sondern direkt auf dem Cresor-Palast. Ganz wichtig, deshalb habe ich vorhin auch gesagt, speichern, bevor man den Cresor-Schrein abschließt, um da entsprechend noch Zeug einsammeln zu können, falls man da wirklich was vergessen haben sollte. Außerdem ganz wichtig, das ist eure letzte Chance. Übt mit dem A-Wing. Das ist ein gut gemeinter Tipp. Es ist wirklich wichtig, dass ihr mit dem Raumschiff umgehen könnt. Wenn ihr bisher Probleme damit hattet, dann solltet ihr jetzt so langsam mal lernen, damit umzugehen. Sonst könnte es eventuell sein, dass ihr ein Problem bekommt. Sagen wir es mal so. Wir landen auf dem Cresor-Palast, direkt neben Crystal. Und können uns jetzt auf den Weg machen, den
verbleibenden Chrysoa-Geist abzugeben. Und, wie wir bei General Pepper gesehen haben, fehlt uns noch ein sechster Chrysoa-Geist. Mysteriös? Mysteriös. Wie auch immer, ich würde sagen, bevor wir das Ganze angehen, machen wir erstmal Schluss für diesen Part. Es wird spannend. Und zwar so richtig. Ich hoffe, das Let's Play hat euch so weit gefallen. Falls ja, bitte abonnieren, kommentieren und gut bewerten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.